Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cats hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Wie ihr seht, heute bin ich besonders gut drauf, denn wir haben endlich diese blöde No-Gadget-Challenge geschafft, Leute. Wir haben zum 8. Mal Prestige gedrückt im letzten Video und jetzt starten wir komplett von vorne wieder. Wir sind auf Stufe 1, wir haben momentan 0 Medaillen gesammelt und uns fehlen noch 2 Prestige-Runs, dass wir endlich Prestige 10 sind, also das letzte Prestige. Und darauf freue ich mich schon so richtig, Leute. Darauf freue ich mich schon richtig. Und ja, vielen Dank für eure vielen Ideen, die ihr eingereicht habt für den nächsten Prestige Run als Challenge. Aber Leute, jetzt am Anfang würde ich sagen, wir spielen den Prestige Run mal ohne Challenge und dann ja machen wir immer so kleine Challenges, entweder immer in einer Liga, also von wie soll ich das jetzt sagen, Division, Liga, ja ihr wisst schon, zum Beispiel nur bei den Goldteilen machen wir diese Challenge, nur bei den Carbon-Teilen machen wir diese Challenge, nur bei Militärteilen machen wir diese Challenge oder halt pro Stufe immer eine Challenge, was wir schon mal hatten, zum Beispiel ohne Räder aufsteigen, mit einem 360 No-Scope, irgendwas Dingens aufsteigen. Aber na gut Leute, wir wollen heute mal schauen, wie weit wir eigentlich wieder aufsteigen können. Deswegen starten wir gleich mal in den Kampf, denn ja, die ersten paar Stufen sind wirklich mega leicht. Zum Beispiel, wieso spiele ich überhaupt gegen solch einen Typen? Der kann ja gar nicht gewinnen. Der kann nie und nimmer gewinnen und auch er. Aber na gut, der hat sich nicht mal drum Mühe gemacht. Und ja, ich habe eigentlich auch den letzten, ja, ich habe erst heute die Rakete drauf gemacht. Damit ich nicht aufsteige, denn das ist mir schon so oft passiert, dass ich den Prestige Run beendet habe und dann bin ich automatisch aufgestiegen, obwohl ich nicht einen Kampf gemacht habe. Und das fand ich irgendwie nervig. So, wir haben 3 Siege und wir steigen gleich direkt auf. 3 Siege, Leute, das ist, ja, das ist gar nichts. Na gut, wir bekommen jetzt gleich mal eine Superkiste, die brauchen wir auch, denn wir haben eigentlich 0 Teile. Und ich muss sagen, ich steige, glaube ich, beim ersten Mal immer mit so einem, ja, mit einem Schleicher auf. So, der Diamant, der sieht schon mal nice aus. Die Doppelrakete sieht nicer aus. Flitzer, Klassiker. Und wir dürfen endlich Gadget spielen, Leute. Wir dürfen endlich Gadget spielen. Und der Grund, wieso ich jetzt am Anfang eigentlich nicht mit einer Challenge spielen will, ist, weil mir die letzte einfach noch immer im Magen liegt. Boah. Das war richtig, richtig, richtig hart. Ja, welchen Prestige Runs, Rang seid denn ihr, Leute? Schreibt mir das doch mal bitte in die Beschreibung. Und ja, so, wir haben hier wieder 5 Katzenpunkte und wir werden da gleich mal was upgraden, Leute. Und zwar, was ich schon letztens gesagt habe im Video, dieses Teil, was der bessere Superteile gewährt. Es gibt 2% jetzt mehr, dann haben wir schon 5% mehr pro Superteil. Und ich glaube, es geht maximal dann auf 10%. Aber ist halt extrem teuer. Der nächste Aufstieg kostet schon 4, also 2 Stufen müssen wir dann noch schaffen. Aber wir haben jetzt gar nicht so coole Sachen bekommen. Da ist das Teil geiler, muss ich sagen. Und 71, ja komm, wir spielen mal den. Hauen diese Doppelrakete drauf, hauen noch 2 Rädchen da drauf. Und dann sollte auch das super funktionieren. Und wir starten gleich mal in die Meisterschaft. Da brauchen wir nur 9 Kämpfe. Okay, das ist schon einiges mehr. Nämlich bei der ersten Liga nur 3. Wow! Okay, eskalier mal. Er hat mal erstmal komplett eskaliert und der Titan, muss ich sagen, der ist mega stabil, der ist so tief, den kann fast keiner umschmeißen, weil auch die Räder sehr, sehr weit außen montiert sind. Solche Titanen mag ich wirklich. Okay, ich muss sagen, ich bin momentan auch Fan geworden vom Titan, seit wir diese eine Challenge gespielt haben, wo ich einfach mit dem Titanen aufsteigen musste. So, Room, dich besiegen wir auch. Weg mit dir. Ja, ich möchte in diesem Prestige Run mehrere so, ja, bestimmte Sachen, also bestimmte Gerätschaften ausprobieren. Wie zum Beispiel einen Kung-Fu-Brocken oder dieses No-Scope-Ding. Das habe ich sowieso noch nie gespielt. Kung-Fu-Brocken habe ich schon öfter gespielt, aber dieses No-Scope-Ding habe ich noch nie gespielt. Deswegen würde mich das sehr interessieren, mal so einen zu spielen. So, den haben wir zerstört. Wir müssen, okay, wir müssen nur noch gegen einen gewinnen und dann steigen wir schon wieder auf und wir bekommen vielleicht eine legendäre Kiste. Eine legendäre Kiste wäre megamäßig. Wäre megamäßig. So, 342. Oh, die Liga ist auch vorbei. Wieso ist jetzt auf einmal die Liga vorbei? Da kommt das Spiel manchmal nicht nach, aber egal, wir bekommen eine legendäre Kiste. Eine Pyramide, Schrotflinte, Harpune. Oh, einen Surfer mit plus 120% auf Stachelkraft ist zwar nicht so geil, aber nehmen wir gerne an, denn der hat 2 Waffenplätze. Und ja, Leute, wir steigen aus und wir bekommen noch eine legendäre Kiste. Wow, mega cool. Mega nice. So, ich nehme natürlich den Anker, der sieht cool aus. Den könnten wir mal Minigun. Okay, okay. Okay, aber ich glaube, der andere Surfer, den ich habe, ist gerade besser. Und ein Angriffswerkzeug auch noch. Na, heute können wir ja ordentlich mal aufsteigen. Ich bin gespannt, wie weit wir es wirklich schaffen. Ich glaube, 4 oder 5 Aufstiege am Anfang waren mein meistes. So, ja, wir nehmen den, der ist megamäßig, Leute. Der ist wirklich megamäßig.
Und da montieren wir gleich mal so einmal die Doppelrakete drauf und eine normale Rakete, glaube ich. Sollte sich ausgehen. Beides mit 5. Ja, rauf damit. Hinten, Bauch brauchen wir so große? Nö, eigentlich nicht. Wir können ja eigentlich die kleinen, denn er kann ja nochmal stehen bleiben. Was nehmen wir vorne? Soll ich den Heber riskieren? Denn ich habe Angst, dass das Ding dann überkippt. Ja, wir können uns auch zurückschießen, Leute. Machen wir das so. Probieren wir es einfach mal aus. Und ja, da haue ich gleich mal das Werkzeug noch drauf. Und da haue ich auch noch das Angriffswerkzeug drauf. Und jetzt sind wir eigentlich sehr, sehr gut gerüstet. Wie viel... Okay, ja, das ist nur 4 Angriff. Das spare ich mir. Das spare ich mir wirklich. Und wir schauen gleich mal. Ich hoffe, er wird nicht ausgehoben. Ja, genau so wollte ich das haben. Mega cool, Leute. Und jetzt brauchen wir 12 Siege. Wir brauchen noch keine 14 Siege. Aber wenn der Gegner zu schnell ist, dann könnte ich auf ihn drauf fallen. Aber... ja, mega gute Taktik eigentlich. Wenn man sich mit Fernkampfwaffen zurückschießt, dann braucht der Gegner mit Nahkampfwaffen noch länger, bis er zu einem hinkommt. Und auch Kung-Fu-Brocken können über einen nicht drüber fallen. Da wäre jetzt natürlich noch eine Klinge cool, aber ja, die Klinge wäre dann wieder mit diesem Fernkampfding, was ich euch gerade erzählt habe, sehr, sehr, ja, blöd eigentlich. So, seht schon, der kann uns hier nichts anhaben. Die Hälfte der Siege haben wir schon und ich bin mir... zu 100%ig sicher, dass wir jetzt direkt aufsteigen, ohne dass wir nochmal irgendwas probieren müssen. Wir haben ja, seht euch das an, wir haben fast immer doppelt so viel Leben und auch doppelt so viel Angriff wie die Gegner. Ja, der Surfer. Ich spiele in letzter Zeit sehr oft den Surfer. Leon, tschüss mit dir. Und ja, 2 Siege noch, den sollten wir... Wow, der ist stark. Der könnte mich besiegen. Der könnte mich besiegen und besiegt er mich auch. Ja, er besiegt mich auch. Aber wir haben trotzdem noch hier 2 Kämpfe mehr, die wir gewinnen können. Aber auch den hätten wir besiegen können. Da hätten wir dann nur noch etwas Upgrades gebraucht. Und dann wäre sich auch der easy ausgegangen. So, Aufstieg. Keine legendäre Kiste. War ja auch irgendwie klar. Und jetzt können wir gleich mal wieder das Teil upgraden mit den besseren Superteilen. Was wir auch gleich machen werden. So, Superkiste. Aufschleicher, Minigern, Walze. Okay, Surfer wieder einer mit 3. Keine geilen Sachen, wirklich. Muss ich sagen. Also zurück hier mit uns. Ja, danke, ich habe mich einmal verteidigt und jetzt werden wir das gleich wieder verbessern auf 7% mehr. Das nächste wäre, wie gesagt, auf 10%. Da brauchen wir aber noch ein paar Aufstiege, bis wir das verwirklichen können. So, nur was mache ich jetzt? Ich würde sagen, da haue ich nochmal das Teil drauf. Wir schauen einfach, dass wir jetzt mal etwas mehr Leben bekommen. Ja, ich möchte das legendäre Teil wirklich dafür benutzen, ob du es glaubst oder nicht. Da will ich... das drauf und nee, das nicht. Das gebe ich lieber da drauf. Plus 13. Okay, nein, das warten wir. Das ist auf Brocken. Dann sollten wir uns hier etwas aufbewahren. Ja, schauen wir mal. Oder schauen wir mal in die Gangkämpfe. Ich hoffe, das sind nicht die noch vom letzten Mal. So, ja, normalerweise sollte ich den mit dem hier schaffen. Easy nochmal, den Kevin. Den Kevin schaffen wir hier schon so. Und dann haben wir eigentlich schon sehr, sehr viele direkte Aufstiege. Aber das wäre halt cool, wenn wir so viele direkte Aufstiege jedes Video schaffen würden. Denn dann würden wir so raufrushen, Leute. Auf Prestige 10, das wäre dann unpackbar. So, eine Rakete, die kann ich gleich benutzen. Schnellreparatur auch. Schnellreparatur könnte ich auch fast verwenden auf meinem Teil. So, der Gergö. Er macht uns nicht mal Schaden hier. Und das gleiche gilt auch hier, denn er hat Nahkampf. Und auch hier 2 Hits. Und er ist weg. Ciao. So, Belohnung fordern wir natürlich gleich mal. Eine Stufe 2 Kiste. Oh, ein Wal! Mit 5 Sternen! Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Aber, da ist unser Teil momentan noch besser. Ja, 206. Ja, okay, ist nicht besser, aber... ich glaube nicht, dass ich jetzt den noch ändern werde, denn da habe ich ja den Rückstoßer und alles. Deswegen lassen wir den mal. So, habe ich, glaube ich, mal ein besseres Rad bekommen. Also, das ist ein Flitzer. Okay, ich da. Ja, das ist besser. Plus 7. Oh mein Gott, plus 7. Das ist der Wahnsinn. 14, 12, rauf damit. So, jetzt habe ich schon gedacht, ich habe das verkauft. Jetzt schauen wir gleich mal in die Meisterschaft. Komm, der Aufstieg ist schon noch drinnen. Ich meine, was soll er? Was will er? Er kugelt da herum und singt nebenbei vielleicht noch der Simi Roland. Ja, aber na gut, so 2 Siege haben wir schon. Was sind das für Gegner? Okay, ich meine, seine Taktik ist eigentlich geil, nur er schafft halt, hat halt kein Leben, weil er halt keine Reifen hat. Denn Reifen sind halt doch sehr wichtig, damit man einiges mehr Leben hat. Deswegen sind solche Dinge, wie ich gerade habe, dass der
ja, die Reifen keinen Kontakt haben und man so deswegen stehen bleibt. Oh! Aber ich berühre ihn trotzdem mit einer Rakete und deswegen können wir hier gewinnen. Okay, das sieht ja normalerweise, wenn da jetzt nichts Bösartiges passiert, dass ich komplett zurückklappe, schaffen wir den. So, bam, bam, bam. Komm! Nein! Oh Mann! Oh Mann! Da brauchen wir mehr Angriff, Leute. Da brauchen wir mehr Angriff. Ich meine, wir könnten auch sowas benutzen, aber... plus auf War. Hm. Ja, komm, wir bauen uns einfach mal den War und stellen ihn einfach hier mal rein. Denn wir haben hier eigentlich coole Sachen. Das zum Beispiel mehr Leben auf War. Dann haben wir zwar nichts mehr. Wow, plus 35% auf Surfer. Wow. Wow, Leute. Na gut, dann spielen wir uns halt auch noch mit der Waffensynergie hier. Und hauen auch noch das Teil drauf. Jetzt haben wir sehr, sehr viel Angriff. Brauchen wir jetzt auch noch Räder? Ja, komm. Ja, komm, weg damit. 278, 200... Okay, 63 Leben haben wir jetzt. Aber hier brauchen wir mehr Angriff. Ich würde sagen, hier rauf plus 2. Und hier... Ja, dann ist das Teil gemaxt. Hier nochmal 1. Und hier nochmal. Und ich glaube, statt dem Teil gebe ich jetzt die Schnellreparatur drauf. Nein, zu wenig Energie. Keine Schnellreparatur für den Danny. Keine Schnellreparatur für mich. Dann halt nicht. Okay. Kein Grund hier auszuflippen. So, ist der Typ aufgestiegen, gegen den ich gerade verloren habe. So, der liebe Lolly wird hier auch von uns auseinandergenommen. Er natürlich auch. 2 Hits macht uns nicht mal Schaden. Es ist so lustig, dass die Gegner nicht mal drankommen, weil die alle hier Nahkampfwaffen haben. Bis auf ihn, der hatte viel Leben. Er wird natürlich auch gleich mal zerstört, der liebe Maxi. So, die Cat, die war, glaube ich, war das der? Nein, wir schießen schon wieder daneben. Das ist mega ärgerlich gerade. Das ist extremst ärgerlich gerade. Ja, das ist halt die Schwachstelle von diesem Teil, was ich gerade hier spiele. Aber wenn wir das Teil wegnehmen... Ich meine, das hat ja nicht so viel Leben jetzt. Das könnten wir uns... Oh. Ha, ha, ha. Okay, das brauchen wir natürlich, dass es stabil hier steht. Dann schnell wieder rauf damit. Schauen wir schon in die Gangkämpfe. Wir haben jetzt ja auch 2 Dinge. Vielleicht bekommen wir irgendwas Cooles. Demon Z11, weg mit dir. Auch dein zweites Fahrzeug ist hier keine Herausforderung und ich hoffe, der hat jetzt Nahkampfwaffen. Ja, hat er sogar. 3 Hits und ciao. Tschüssi. Belohnung bekommen wir. Wir wollen natürlich die Kiste hier haben. Wow. Da bekommen wir schon Metallteile. Ich habe mich auch einmal erfolgreich verteidigt. Schaffen wir den auch noch. Der macht nicht viel Schaden. Aber schade, dass ich hier noch... Dass er mich hier zweimal... Ja, das ist natürlich eine geile Strategie. Aber wir schaffen sogar ihn. Nice, Leute, wir schaffen ihn. Ja. Kaum irgendwas. Oh, okay, die ist eine bessere Rückdüse. Die hat mehr Leben. Die hat mehr Leben, deswegen sollte man die nicht aus den Augen lassen. Deswegen machen wir das Teil gleich drauf. Nur, wir brauchen halt trotzdem noch mehr Angriff. Wieso ist das... Oh, das Ding ist ja doch noch nicht gemaxt. Stimmt. Okay, nein, das hilft mir plus 1. Plus 1 ist da wirklich fehl am Platz. So, plus 4 ist da schon besser dran. Ja, es ist halt wirklich witzig, wenn man weiß, wie die Werte aussehen, wenn man hier ganz weit oben ist. Und wenn man dann sieht, wie hier mickrig die Werte dann aussehen mit plus 1. Und das wirklich dann schon neutro. Okay. Ist jemand direkt aufgestiegen? Nein, die Cat ist leider nicht direkt aufgestiegen. Nein! Come on! Okay, wir müssen eindeutig die Rakete einfach hier unten so lange upgraden, bis sich das Teil zerstören lässt. Ja, wir haben das Teil drauf. Ist jetzt nicht so gut gewesen. Aber jetzt. Jetzt sollten wir das Ding endlich zerstören können, oder? Yes, Leute. So ist es ausgegangen. Und ich hoffe, wir schaffen jetzt einen Aufstieg. Normal schon, denn gegen die haben wir schon alle gewonnen. Die haben nichts an dem Auto verändert, außer, dass wir hier, ja,
mehr Angriff haben und mehr Verteidigung. Und dann sind wir wirklich oft aufgestiegen direkt. Black Hooper, weg mit dir. Ja Leute, ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir einen Hashtag Aufstieg hier ins... Hashtag Aufstieg reinschreiben in die Kommentare. Und heute ist, glaube ich, das erste Mal in einem Video, wo ich mal trinke. Und alle, die jetzt schon länger bei meinem Kanal dabei sind, wissen natürlich jetzt, was man in die Kommentare schreiben muss. Für alle Insider. Ich hoffe, man hat es gehört. Ich hoffe. Ich hoffe es doch sehr, denn sonst wäre es blöd gewesen. So, lieber Maxi, du bist auch weg. Zwei Siege noch. Wieso kann man das nicht beschleunigen? Wieso kann man die Kämpfe nicht schneller schalten? Das wäre so hilfreich. Das hätte uns schon so viel Zeit erspart. Wir wären jetzt schon wieder Prestige. Nein, soweit nicht, aber ihr wisst. Ihr wisst, wie ich das immer meine. So, du hast 14 Kämpfe gewonnen. Juhu! Yay! Und wir bekommen hier so viele Juwelen gleich am Anfang. Und wir sind gleich in die Metallteile-Liga aufgestiegen, Leute. So, wir nehmen den Saturn hier. Okay. Nope, nope. Komm, gib mir doch irgendwann mal was Geiles wieder. Hey, die Rakete ist nice. Die Rakete ist richtig nice. Die können wir da gleich benutzen, denn die sollte viel Angriff haben. Ich hoffe, das ist nur eine 5er-Rakete. 8. Na gut, Leute, aber schauen wir schnell mal rein. Vielleicht. Okay, es sind nicht genügend Spieler für den Aufstieg. Und wenn ich hier gegen den ersten so kämpfe, vergehe ich mir sowieso. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir haben heute... Wie viele direkte Aufstiege geschafft? Wir haben 4 direkte Aufstiege geschafft, was schon eine Leistung ist. Und das heißt, wir haben nur noch 20 Stufen vor uns, die hoffentlich auch so schnell gehen werden, dass wir so schnell wie möglich auf Prestige dann... auf Prestige 10 landen. Und dann möchte ich wirklich, wenn wir Prestige 10 sind und dann ganz weit oben wieder auf Stufe 24, dann möchte ich einmal diese Weltmeisterschaft so richtig ausreizen. Da bin ich gespannt, was da alles möglich ist, wenn man da wirklich Teile sammelt, Teile sammelt, Teile sammelt. Ja, bessere Superteile momentan nicht möglich. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's schon mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Falls ja, Daumen nach oben wäre auf alle Fälle eine coole Sache. Und falls du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut. Und haut rein, Leute. Ciao.